Moin Moin, Knochen hier. Heute fahre ich mit der Kuma. Rang 4 Kreuzer bei den Japanern, dienstgestellt 1920. Ich habe 7,1er Geschütze, 140 mm bis maximal 12 mm, 12,4 km Reichweite. 4 Zwillingstorpedorohre mit 533er Torpedos drin. Millimeter natürlich. Zentimeter wären natürlich gut. Dann wären sie sehr, sehr groß. 7 km Reichweite und ich fahre maximal 34,5 Knoten. Und muss mal schauen, wo ich mich jetzt hinbegebe. Ja, wo begebe ich mich jetzt hin? Ich weiß nicht genau, was ich von diesem Kreuzer halten soll. Der ist sehr, sehr schnell, aber richtig was versenkt habe ich bisher auch noch nicht in meinen 10, 12 Runden, die ich so gefahren bin. Kann auch 15 gewesen sein. Ich habe das gar nicht mehr so genau im Kopf. Auf jeden Fall, ja, gar nicht so einfach hier mit dem Schmuckstück. Aber es ist trotzdem ganz cool. Ich habe auch einige Runden überlebt, trotz wirklich schweren, schweren Schadens. Ja, ich bin in einer Runde bin ich mit 59 HP noch durch die Gegend und habe tatsächlich noch einen versenkt. Also ich hatte schon einen versenkt, aber ich habe dann noch einen versenkt. Und wurde auch beschossen, aber konnte halt immer ausweichen. Das war eigentlich ganz gut. Und jetzt muss ich halt schauen, wie ich hier. Ja, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ich glaube, das ist immer so die Frage, die sich jeder stellt, wenn er anfängt. Was mache ich? Nee, volle Fahrt will ich jetzt nicht. Ich bleib bei halber Fahrt. Wir haben 4 gegnerische Zerstörer. Wir haben nur 3 selber. Naja, Basis verteidigen. Muss wer anderes machen, ich mach das nicht. Da hatte ich mir mal ein Tutorial angeguckt. Beziehungsweise, was heißt Tutorial? War ja nur zum Lesen. Das ist kein Videotutorial. Über Penetration und dass man ja nicht nur ein und denselben Munitionstyp verwenden soll. Und ich weiß nicht. Viele haben geschrieben da als Kommentare, die verstehen das nicht. Das kann man sich alles gar nicht behalten. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe auch mich mal ein unterhalten. Er versteht auch nicht, ab wann er wie welche Munition wechseln soll. Und er spielt schon seit 9 Monaten oder so. Ich weiß nicht, ist das wirklich so kompliziert? Ich weiß auch nicht, wann ich AP benutzen soll. Wann soll ich AP benutzen? Ich habe keine Ahnung. Also es wäre einfacher, wenn man wüsste, AP bei großen Schiffen, also Schlachtschiffen und HE, einfach bei alles, was kleiner ist, Kreuzer und darunter, ne? Das wäre einfacher. Das sind so Sachen, die kann man sich leichter merken. Aber gut, man muss halt wohl noch einiges rumprobieren. Ich wechsle selten auf AP. Ich habe einmal vorgestern oder so, habe ich öfter hin und her wechselt zwischen AP und HE bei verschiedenen Schiffen, einfach um dann rauszufinden. Aber man merkt, AP macht einfach nur. Also macht zwar Schaden, aber eigentlich habe ich nie irgendwas in Brand gesetzt damit oder versenkt. Und ich habe relativ viel Durchschläge gehabt. Also ich denke mal, also ich weiß nicht, wann ich das verwenden soll. Also AP soll ja im Inneren Schaden machen. Das heißt, man müsste wahrscheinlich irgendwie zusehen, dass man Munitionslager trifft. Also die AP muss eigentlich durch das Schiff knallen und dann ins Munitionslager und da detonieren. Während HE ja irgendwie Oberflächenschaden ist, um halt ja, die Geschütze außer Gefecht zu setzen oder so, ne? Und sehe ich gerade, ich bin hier ein bisschen blöd, ich werde mal vor die Insel fahren, da ist auch schon gegnerischer Zerstörer. Aufklärungsjäger schickt man auch mal raus. Oder Katapultjäger, so, ist ja fast dasselbe. Aufklärungsjäger, gibt's da was? Nein, ja, Flugzeug, was sich aufklärt. Im Prinzip kannst du ja mit jedem ja, Flugzeug spotten, kannst du auch mit Bombern spotten. Bin auf dem Weg zum Zerstörer. Hinter der Insel sollte einer sein. Jetzt hier vorne auch noch einer. Und Captain Tree. Torpedos auf Backbord! Ja. Oh mein Gott, echt jetzt? Und erstmal schön gerammt. Scheiße für mich. Muss ich zusehen, wie ich jetzt aus dieser Kacke rauskomme. Ich bin nicht der Einzige, der hier ein bisschen blöd dastand gerade. Ich hoffe, der springt jetzt schnell wieder an, denn sonst bin ich geäfft. Schnell raus hier. Schnell, 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 schnell.
Okay, ich habe gerade noch so geschafft. Nein, er hängt fest. Echt jetzt? Du Drecksau. Das ist natürlich richtig Panne. Das ist so Panne, das will man gar nicht. Eigentlich müsste ich dieses Video zerstören. Aber ist egal, ich ziehe das jetzt trotzdem durch hier. Ich meine, das sind Fehler, die man macht. Und da muss man zusehen, dass man da auch rauskommt. Deswegen werde ich hier einfach jetzt weiterspielen. Ein bisschen vorhalten. Ein bisschen mitgehen hier. Und aufpassen, dass ich den Zerstörer nicht irgendwie, dass der Zerstörer mir nicht irgendwie entgegensetzt, weil ich muss mal kurz gucken. 4 und 5, okay, das ist alles in Ordnung. Und da ist der Zerstörer. Noch treffe ich nichts, aber ich werde mal versuchen, jetzt mit meinen Tops irgendwie ein bisschen zu schocken. Ich muss also jetzt, wenn er so fährt, jetzt muss ich wieder ein bisschen drehen. Also richtig frontal kann ich auch nicht auf ihn schießen. Und drehen, 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 drehen. Nimmt ihr einen mit? Fast hätte er einen mitgenommen. Auch nicht schlecht, muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Ja, hier sind die Handwerker irgendwo im Treppenhaus und bohren hier rum und kacken alles kaputt. Ich hoffe, die machen das jetzt nicht allzu lange, denn sind die auch ein bisschen blöd. Jetzt treffe ich den nicht. Ich weiß doch, wo der ist. Ungefähr. Jetzt hat er sich eingenebelt, das ist blöd für mich. Ich will nichts sehen hier. Könnte ziemlich überall sein. Also, kleiner Wichser. Den ganzen Scheiß hier erstmal ausweichen. Aber sie kämpfen zäh. Zumindest der Zerstörer. Da muss er ja auch. Er hat ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Der Jäger ist auch schon abgeraucht. Voll rein, ey. Ja, das wäre jetzt hier so ein, jeder ballert sich hier, beballert sich hier, bis die Munition ausgeht, so in der Art, ne? Oder bis einer weg ist. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Denn das sind unsinnige Kämpfe. Da geht es einfach nur darum, wer hat die bessere Möglichkeit zu schießen und wer kann irgendwie besser treffen. Und dieser Captain Tree ist einfach jemand, der hat einfach keinen Skill. Ist wirklich so, das sieht man ja auch. Der ballert ja nur die ganze Zeit rum, weil ich da halt rumgurke. Aber er versucht ja nicht irgendwie, mich zu verfolgen, näher ranzukommen oder so. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit da blöd rumdrehen oder sowas alles. Nur damit ich irgendwie Treffer mache, aber das ist mir nicht wert, das brauche ich nicht. Schade, dass ich keinen Jäger mehr habe. Den hätte ich ja noch bekommen, irgendwie, denke ich mal. Ich schicke sie einfach erstmal raus. War mir so klar, dass er das macht. So ein Schlappschwanz, Schlapplappen, Dummbattel. Problem gelöst. Jetzt will mit mir echt dieses beknackte Spiel spielen. Gut, dann spielen wir es halt einfach mal. Weil das Problem ist, er ist jetzt so nah dran, wenn ich jetzt versuchen würde auszuweichen.
hätte er noch die Möglichkeit, länger auf mich zu schießen, und da habe ich gar keinen Bock drauf. Das will ich ja gar nicht. Eigentlich müsste ich mir den hinteren suchen, weil der echt schon was hinüber ist. Achtung, kritisch beschädigt! Naja, Mann. Und ich kann nicht reparieren. Ich habe wieder so ein Team hier. Meine Fresse, was soll man dazu noch sagen? Echt, was soll man dazu noch sagen? Auch mehr Brände hier auf jeden Fall. Scheiße, dass mein Torpedos ausgewichen ist. Es kann gut sein, dass er jetzt auch versucht, welche rauszudrücken. Ich kann noch nicht. Doch, jetzt kann ich. Jetzt. Das Schiff muss ich drehen. Ach so, ne, dann wird's natürlich gut. Okay, ich kriege Torpedos in die Fresse gleich. Und ich werde gleich weg sein. So, der ist wirklich komplett kaputt. Offensichtlich, jemand anders hat ihn zerlegt. Schnell den Spannung hier wegfetzen. Ich habe mir einfach zu lange Zeit gelassen. Ich hätte es schaffen können, ganz locker, auf jeden Fall. Aber ich habe mich jetzt zu lange mit meinem verkackten Torpedowerfer beschäftigt. So, einen Kill will ich noch machen. Ich will auf jeden Fall einen Kill machen. Ha! Hat sich den jemand gelackt? Na gut. Oh. Weil ich habe ja auch einen Kill gelackt. So, jetzt ist nur ein Zerstörer unterwegs. Den muss man natürlich erstmal finden. Und sag mir doch mal, wann es notwendig ist, aber jetzt wirklich, ich brauche da wirklich Beweise für, wann es notwendig ist, AP zu benutzen. Wann benutzt man AP? Wann ist das am sinnvollsten, AP zu benutzen? AP-Munition. Würde mich einfach mal interessieren. Das war ein großartiges Gefecht. Naja, so großartig war es auch nicht, aber... Das war verhältnismäßig in Ordnung. Scheiße, wo kann das... Oh. Wahrscheinlich werde ich gar nicht rechtzeitig genug, also schnell genug rankommen, um ihn mit zu bearbeiten. Okay, ich fahre mal einfach dahin. Gehen wir davon aus, unser Zerstörer ist mit ihm beschäftigt gerade. Seine Tor. Oh, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Ich fahre mal hier lang. Also links an der Insel vorbei. Ich hoffe, das klappt. Wäre natürlich geil, wenn ich den noch irgendwie erwische. Jetzt ist er gerade gar nicht zu sehen. Ich schätze mal eingenebelt oder zu weit entfernt oder aus was ich da weiter von mir. Aber er kämpft noch. Er ist noch da. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich glaube, meine Gefechtsleistung war eher so im mittleren Bereich, würde ich mal sagen. Ich war sogar schlechter als im mittleren Bereich. Ja gut, jetzt kommt noch dazu, ich habe den Kapitän hier eingewechselt, weil ich ein anderes Schiff fertig modifiziert hatte und dann noch eins gekauft habe. Dann habe ich den Kapitän von dort hier wieder eingewechselt. Das heißt, meine Leistung ist etwas... reduziert noch um 50% bei einigen Sachen, um für die nächsten, ich schätze mal bestimmt noch 8 Runden oder so. In dem Bereich dauert es ja ein bisschen länger. Und manche Sachen sind eben gar nicht verfügbar. Ja, trotz allem, kurzes Video hier. Man kann es natürlich weitaus besser machen mit der Kuma, aber ich weiß nicht. Die Feuerkraft ist einfach zu schwach, meiner Meinung nach. Aber weiß ich nicht, vielleicht stelle ich mich auch gerade nur ein bisschen dämlich an oder so. Ich habe ja auch bessere Matches gehabt. Aber wie so oft zeichne ich die dann, habe ich die dann immer nicht aufgezeichnet. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen, viel Spaß noch beim Zocken, hinterlasst noch ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir echt helfen. Und ja, dann viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.